Jo meine Kollegen, was geht? So, und hiermit darf ich euch herzlich begrüßen zu Head Up Games. Ja, meine lieben Freunde, ich bin bei Head Up Games aufgenommen worden in den Presseverteiler. Das heißt so viel wie, ich bekomme jetzt von diesem Game Publisher Beta Keys von Spiele, die erst, keine Ahnung, in ein, zwei Wochen heraus sind. Und wie ihr sehen könnt, heute haben wir schon das erste Spiel. Xeom Speedrunners from Hell. Es kommt demnächst am 28. Juli heraus. 2016 steht ja auch hier unten. Ich habe das Game schon die ersten 10 Leveln gespielt. Es hat insgesamt 100 Leveln, was ich weiß. Und es ist ein ziemlich krasses Jump'n'Run-Spiel. Ich finde es ziemlich geil, Design auch ziemlich geil und die Idee finde ich auch richtig genial. Das hat schon was. Ja, ich mache dieses Format oder diese Serie jetzt einfach für Head Up Games. Also, es ist keine Pflicht, dass ich es mache. Also, ich muss es jetzt nicht unbedingt machen, nur weil ich Beta Keys bekomme. Aber ich mache es einfach als kleine Geste, da ich diese geilen Spiele anzocken darf. Und ja, legen wir einfach mal los. Ich habe schon alles mal eingestellt. Untertitel dürfte auch eingestellt sein. Müssen wir alle sein? Ja, yep, ist eingestellt. Grafik spielen wir alles auf Ultra. Und ja, ich dürfte meinen, dass es ein ziemlich geiles Game ist. Von der Performance her, ja, es läuft ziemlich flüssig, für das, dass es auf Ultra ist. Könnt ihr auch an meinem PC legen, dass das so ein Monster ist. ich habe mir jetzt so vorgenommen, ja, spielst du mal, keine Ahnung, immer diese Spiele so, weiß ich, 30 Minuten, 40 Minuten so zum Anzocken, dass ihr mal sehen könnt, wie geil diese Spiele eigentlich sind, was Head Up Games macht. Ach ja, und was ich noch zu sagen habe, Head Up Games ist der Publisher von The Binding of Isaac. Und sie haben mir auch die Erlaubnis dazu gegeben, dass ich The Binding of Isaac auf meinem Kanal präsentieren darf. Und jetzt liegt es an euch, Leute, falls ihr Bock darauf habt, mir ist es natürlich komplett egal, wie ihr wollt, schreibt es einfach in die Kommentare, ob ich The Binding of Isaac aufnehmen soll. Ich habe die Spiele, also mir wäre es ziemlich egal. Schreibt es einfach in die Kommentare und ja, fangen wir einfach gleich mal mit dem ersten Level an. Ist einfach so ein Einsteiger-Level. Ich habe die ersten 10 schon gespielt. Seht ihr unten. Ja, fangen wir an. Ja, es funktioniert alles so. Wir müssen eigentlich nur auf irgendeine Taste drücken, dann geht es auch schon los. Oben sehen wir so eine rote, keine Ahnung, wie soll ich sagen, so ein Timer, der abläuft, wenn wir losstarten. Und wir müssen es innerhalb dieser Zeit schaffen, dass wir den Parcours ablaufen, ansonsten haben wir verkackt. Ja, so einfach ist das Prinzip. Und später erkläre ich euch noch weitere Sachen, die es zu wissen gibt, denn es gibt hier auch richtig geile Gadgets, die man im Laufe des Spiels finden kann, zum Beispiel irgendwelche Sammel-Items gibt es natürlich auch. Ich denke, auf jeder Map gibt es die. Ich weiß es nicht genau, ich habe erst bei einer Map, also bei einem Parcours, eine gefunden. Aber das sei jetzt auch nebensächlich. Fangen wir jetzt einfach mal an, dass ich hier nicht so auf die Eier gehe. Und ja, los geht's! So, wir müssen es einfach so schnell wie es geht hier durch den Parcours. Das war schon mal scheiße. Und das ist unser Ziel da hinten. So, rein hier. Bam! Ja, so einfach ist das Prinzip. Wir müssen so schnell wie möglich hier durch und in dieses Portal da springen. Ja, und man kann sich auch nochmal das ansehen, was man, wie behindert ich hier rumgelaufen bin, wie so ein verrücktes Hühnchen. ziemlich krass. Ziemlich krass finde ich dieses Game. Gehen wir gleich zum nächsten Level. So, ja, durch diese Ringe, also ich kenne die ersten 10 Level jetzt schon, habe ich schon, denke ich jetzt, weiß nicht wie lange, nein, 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 oh, boah, Alter, wir haben das noch geschafft. Und ich hätte mir gedacht, dass ich das gerade verkackt hätte, Alter. Ja, nächstes Level, gehen wir einfach die Level so schnieke durch. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht. Nee, das stimmt schon, okay. Okay, jetzt müssen wir hier einen Flammenball hineinballern und dann... Das war schon mal eine gute Meisterleistung, ja. Nee, ich versuche die ganze Zeit, dass ich so, dass ich währenddessen es noch nicht angekommen ist, hier rüber springe. Ja gut, haben wir geschafft. Okay, wir sind auf Platz 67. Alter, wer hat das bitte in
in unter 5 Sekunden geschafft. Alter, die Typen sind ja alle krank. Richtig nice. So, und hier haben wir auch schon unsere Sprungteile. Keine Ahnung, wie ich zu denen sagen soll. So, und bam. Zurück, zurück, zurück. Ja, genau ins Portal hineingeflogen. Und Platz 27 erreicht. Nice. Ja, es macht irre viel Spaß. Man ist zwar unter viel Stress, aber das ist auch egal. Ach ja, zu diesem Level. Ich renne das Level jetzt einfach mal so ab. So ganz normal. Wie es normalerweise eigentlich vorgesehen ist. Nämlich, wir müssen hier vorne rennen, die Wand einschießen und, ja genau, erstmal in den Tod stürzen. Das haben wir schon mal gut hingekriegt. Ja, versuchen wir es nochmal. Wand einschießen und bam, hier hinüber, da. Nein! Ja, ich bin so behindert. So. Ein übelster Noob, was Jump'n'Run angeht. Das habe ich bei meinen Minecraft-Let's Plays auch immer gesagt. Bei den Adventure-Maps. Dass ich immer der größte Vollidiot bin. Ja, das war jetzt mal die lange Route. Man sieht, da rechts ist auch noch ein Weg weitergegangen. Den zeige ich euch jetzt. Reset Level und bam. Müssen wir nämlich den Boden hier einschießen. Und gutes Timing. Jawohl. Jawohl. Geschafft. 52. Platz. Ziemlich scheiße, aber naja. Ich weiß nicht, wie man es schneller schaffen soll. Keine Ahnung. Okay. Nächstes Level. So. Hier sind die Stacheln, hier dürfen wir natürlich nicht hineinlaufen, weil sonst sind wir am Arsch. Gut, los geht's. So, was wir hier jetzt haben, wir müssen zurück und jetzt können wir fliegen. Woo! Und hinein? Ja, 47. Okay, wir werden diese Leute sowieso nicht einholen. Okay, jetzt müssen wir hier durchschwimmen. Ach ja, was ich hier gefunden habe, ist ein Sammelgadget. Da können wir hier hochfliegen. Lalalalalalalala. Normalerweise ist hier oben, da in der Mitte, so eine Cola-Dose. Ah, sie ist ja wirklich hier. Lol. Was ist denn hier jetzt los? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, man kann auf jeder Map wahrscheinlich diese Gadgets einsammeln. Ich weiß aber nicht, wo immer alle versteckt sind. Wir können uns hier jetzt mal die Map ein bisschen ansehen. Und ich rede hier auch so hektisch. Bin ich irgendwie behindert? Ich bin irgendwie auf Speed, oder? Ne, es ist ziemlich geil. Das ist auch ziemlich geil, dass hier die, auch wenn die Zeit abgelaufen ist, dass man hier herumlaufen kann, wie man will. Und das Geile ist, ja, wir können ja jetzt überall hinfliegen, da wir dieses Gadget haben. Ich möchte mal wissen, wie weit wir hier rausfliegen können. Aber es sieht ziemlich krass designt aus. Ob es hier eine Map-Begrenzung gibt? Wahrscheinlich schon. Sieht man das hier? Das sieht so aus wie eine unsichtbare Wand, oder? Kann man hier hin? Ja, okay. Das war die Map-Begrenzung. Okay. Jetzt habe ich euch mal ein bisschen was von der Map zeigen können. Und ja, diese... Okay. Rechts oben sehen wir auch dies, also diese drei Zeichen. Keine Ahnung, für was die zwei Teufel hier stehen. Auf jeden Fall, das ganz linke ist die Cola-Dose, die wir gerade eingesammelt haben. Wird wahrscheinlich immer angezeigt, wenn es auf jeder Map irgendeine zu finden gibt. Dass dieses Teil ausgegraut ist. Keine Ahnung. Ich habe mich da noch nicht so recht viel informiert, was die Sammel-Items angeht. Aber naja, jetzt laufen wir mal durch. Und hoffen, dass wir... Habe ich das jetzt versucht? Ich bin doch so behindert. Ich kann das da nicht gleich in die Stacheln hinein. Das hätten wir nicht geschafft. So. Chillig durch. So, weiter hier. Jetzt frage ich mich ja auch, warum ich das übersehen habe, die Cola-Dose, obwohl man hier ja das dieses Gitter sieht. Beim Durchfliegen. Was ist das hier? Kenne ich das schon? Ich weiß nicht. Okay, gehen wir einfach mal das an. Boah, heilige Scheiße. Junge. Nein! Fuck. Okay, die Empfindlichkeit ist ein bisschen zu hoch. Alter, ich falle hier die ganze Zeit hinein. Das ist doch scheiße. Ich muss hier wieder hinunterspringen. Jo. Wie soll man das machen? Soll man drüber springen und während dem Sprung das Teil entzünden? Versuchen wir es mal. Nein! Digga! Komm, wir schaffen's. Boah! Fuck! So knapp, Mann! Scheiße! Ja, okay, ich habe auch ziemlich scheiße gespielt. Okay. So. Nein!
Maus, was soll das? Komm, 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 komm. Hä? Achso, ich hätte mir gedacht, das fährt weiter. Alter, ich bin auch so verpeilt. Ja. Ja, Leute, sorry, dass ich hier ein bisschen verkacke, aber ich muss das ganze Teil jetzt mal weg. Alter, mein Handy liegt ja auch so behindert. Dann kann ich mich mit der Maus gar nicht mehr tun. Okay, ja, gehen wir es an. Da unten war die Cola-Dose, ich hab's gesehen. Okay, wir haben es jetzt durch. Wartet, in der Mitte müsste die Cola-Dose sein. Laufen wir mal dahin und sammeln sie ein. Da ist sie. Nein! Mann, da stirbt man und ich hätte mir gedacht, die ist wieder in so einem Gitter. Scheiße. So, so. Ja, wir haben sie. Was ist da gestanden mit R? Wir können irgendwas mit R machen. Nein, keine Ahnung. Ist doch egal. Machen wir weiter mit dem nächsten Level. Achso, wir müssen es durchspielen, damit wir hier weiterkommen. Burn, Baby, Burn. Du sagst es, Digga. So, nächstes Level. Wir versuchen jetzt einfach immer die Cola-Dosen einzusammeln. Also die Energy Drinks oder keine Ahnung, was es ist. Und hoch geht's. Whoop! Wahrscheinlich ist hier links die Cola-Dose gewesen. Oh! Oh, okay. Ich check schon. Ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung, Alter. Ich bin auch ziemlich verpeilt. Es ist geil, dass wir hier... komm, Digga! Hoch mit dir! So, jetzt müssen wir wahrscheinlich nach vorne... Nein! Also dran kann man landen! Willst du mich verarschen? Alter, Mann, das ist doch behindert. wir suchen jetzt noch die Cola-Dose. Die müsste hier nämlich auch irgendwo sein. Also links oben wird auf jeden Fall angezeigt, dass hier eine Cola-Dose gibt. Oh, da hinten ist sie. Ja, da ist sie. To restart the level or M to go to map. Okay, ach so. Okay, also kann man die Cola-Dosen nur so finden. Okay, das geht sich gar nicht aus in der gegebenen Zeit. Okay, dann gehen wir das Level nochmal durch. I got the power. So. Hoch hier. So. Komm, rein hier. So, jawohl, wir haben es noch geschafft. Wir sind sogar auf dem ersten Platz, weil wir noch vor dieser Linie geschafft haben. Herrlich. So, gibt's eine Cola-Dose? Man weiß es nicht. Okay. Das ist ein schweres Level. Ich weiß nicht, ist das schon das finale Level? Kommt mir schon so vor. Level 10. Ja, ich denke schon. Okay. So, und jetzt hier über diese Feuerbälle springen. Alter, man glaubt gar nicht, wie schnell diese Teile sind. Das ist ein Wahnsinn. Komm, verpisst euch. So. Alter! Satan, du halt die Fresse. Boah. Ne. Okay, ich werde es so machen. Whoop. Und ich bekomme sie in die Fresse. So. So, um die Ecke. Fuck! Boah, das war's nochmal richtig knapp. So. Und jetzt. Hui! Wir springen genau hinein. Ach du Kacke, das war jetzt aber auch ziemlich ein Pech. So. So, Konzentration. Nice. So, Feuerball da hineinwerfen. Jawohl. Gutes Timing, nein! Digga! Boah! So, und hinüber. Geschafft. Herrlich. Boah. Alter, ich finde, also die Map-Gestaltung ist ziemlich geil. Die ist richtig geil. Wir können jetzt nochmal nach der Cola-Dose suchen. Hier gibt es nämlich eine. Und ich schätze, sie ist wahrscheinlich hier irgendwo. Ist sie hier? Ja, suchen wir einfach mal ein bisschen. Man weiß es nicht, wo die ist. Ich schätze, sie... Ne, sie kann da gar nicht sein. So, rüber. Um die Ecke. Ist da hinten das Gitter? Ne, okay. Schade. Da ist sie. Ich sehe sie. Ach so, dann müssen wir außen rum. Ah, ich verstehe schon. Ah, fuck. Ja, okay. Da auf der Seite. Boah. Wir müssen auf der Seite irgendwie entlang kommen. Ich habe aber keinen Plan wie. Ich muss mir nochmal ansehen, wo die genau ist. Ja, hier kommen wir jetzt schon gediegen rüber. Kann man hier hin?
Tatsache, hier kann man hin. Alter, das ist aber richtig geil, dass man so da vorbei muss. Wie kann man hier jetzt hoch? Muss man hier irgendwie außen rum? Gibt es irgendwo so ein Sprungteil? Ich weiß es nicht. Rüber hier. Ne, ich finde hier nichts. Wo muss man denn da hin? Muss man hier über eine Kette gehen oder so? Ich habe keine Ahnung. Das ist echt eine gute Frage. Naja, ich schätze mal, wir müssen selbst mal beginnen. Okay, wir gucken noch einmal. Vielleicht schaffen wir es ja, dass wir irgendwie hier hochkommen. Ah, ich glaube, ich weiß, wie es geht. Wir müssen hier um die Ecke springen und dann auf den Käfig. Könnte sich ausgehen. Weil hier gibt es ja auch nirgendwo... Das weiß ich nicht, dämlich. Okay. Ne. Okay. Ne, wir machen das Level jetzt noch einmal durch. Komm. Fuck. Boah. Alter. Alter. Okay, das Spiel gefällt mir. Ja, und Let's Play Head Up Games, das werde ich jetzt immer so bringen, wenn es ein neues Game gibt. Ist eigentlich irgendwie logisch, oder? Mann. Jetzt habe ich mir gedacht, das ist schon der Ausgang. Ja, immer wenn ich einen Beta-Key bekomme, werde ich so eine Dreiviertel... Alter, ich bin so verpeilt, Junge. Werde ich eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde das Spiel anzocken. Das Chillige ist auch, da werden uns solche Thumbnails bereitgestellt, dass wir... also Bilder werden uns bereitgestellt, dass wir... mit denen wir die Thumbnails gestalten können. Und ja, ist ziemlich chillig. Muss man schon sagen. So, Feuerball hier rauf. Und versuchen, dass wir ein gutes Timing bekommen. Nein! Boah, nein, nein! Mann! Alter! Das ist eine Verarsche, komm! Alter, ich hab so Spaß an dem Game, das ist ein Wahnsinn. Alter, aber ich hab schon bis zum... Komm, nee. Ja, komm, zurück. Gutes Timing, gutes Timing, gutes Timing. Hoch. Jawohl. Ja, geschafft. Okay, weiter zum Elevator. So, wir können jetzt einen Stock tiefer. Und dann geht's schon weiter. Mit dem 11. Level. So, was erwartet... Oh Gott. Das nächste Level geht los und man sagt einfach nur, oh Gott. Nein, 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 nein. No. Timing. So. Alter, die Stacheln sind schon so hoch, dass man, wenn man hier vorbeiläuft, verreckt. Komm. Ich bin irgendwie zu dämlich zu springen. Ich habe irgendwie dann einen Schwächeanfall. Ja, das wird jetzt oft so gehen, dass ich einfach verkack. So, geschafft. Sogar noch vor dem Strich. Haben wir gut gemacht. Haben wir gut gemacht. Da können wir uns selbst loben. Ach ja. Dieses Bällchen ist genauso wie dieses grüne Bällchen, nur mit dem grünen, also mit dem grünen Bällchen haben wir, hatten wir Gravitation, das heißt, wir können fliegen und mit dem können wir uns teleportieren. Saumäßig geil. Wow, Leute, ins... Boah. Huh, wir haben es geschafft. Okay, weiter geht's. Genau, dieses Level, das kann man eigentlich ziemlich gut umgehen. Beziehungsweise man kann so weit springen und kann hier nämlich diagonal drüber springen. Ziemlich chillig. Und da unten ist die Cola. Die holen wir uns dann gleich. Also holen wir uns eigentlich jetzt. Das machen wir jetzt, ja. Dann müssen wir so hinunterspringen. Ja, genau. Da ist ein Walross um. Warum ist da ein Walross um? Ich verstehe es nicht. So. Gehen wir hier entlang. Um die Ecke und herrlich, jawohl, 43. Platz. Wir haben uns nicht verbessert, okay. So, das ist auch chillig, dieses Level. Also, meiner Meinung nach, komm. Oder ich stelle, wo bin ich denn jetzt gelandet? Heilige Scheiße.
Alter, wie man sich hier behindert teleportieren kann. Alter. Okay. So. Und so. Und so runter. Hier, bam. Hä? Muss man hier hoch? Achso, hier ist das. Junge. Heilige Scheiße. Okay, wir suchen noch die Cola-Dose. Cola-Dose? Hallo. Müsste irgendwo da oben sein, wahrscheinlich. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Naja. Cola-Dose. Wo können sie die versteckt haben? Ich schätze mal... Ah, ich weiß schon. Ich habe sie zwar noch nicht eingesammelt, aber ich kann mir vorstellen, wo sie ist. Ich spring hier hoch. Ist hier eine Wand? Ja, hier ist die Wand, wo man stirbt. Hä? Das ist durch das Gitter durch. Okay. Ja, das Spiel wird auf jeden Fall noch verbessert. Und ich weiß nicht, ob in der Beta jetzt schon alle 100 Level vorhanden sind. Keine Ahnung. Nein! What? Ey, komm. Ja, man bewegt sich ziemlich schnell. Das kann man ziemlich schlecht kontrollieren dann. Nein! Digga, nein! Ja, wir haben es okay. Nein! Okay, ich habe echt Spaß am Zocken. Wahrscheinlich werdet ihr so denken, dass ich behindert bin. Was auch teilweise auch stimmt. Aber, naja. So. Ich bin es gern. Ich bin es sehr, sehr... Digga. Verarsch mich jetzt nicht. So. Hey. So. Wir müssen sinken vom Punkt. Das gibt's doch nicht. Ah, geschafft. Okay. Ist das irgendwie hier hinten? Cola-Dose? Nein. Aber wir haben... Da hinten ist sie. Alter, diese Verstecke sind so asozial. wie machen wir das am besten? Wir müssen wahrscheinlich da irgendwie rüberspringen. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Okay, wir können uns so bewegen. Ja, ich weiß, ich baue ziemlich viel Scheiße hier. Okay. So. Wie machen wir das am besten? Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Ey, Digga. Nein, 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 nein. Komm hoch, 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 hoch. Wie kommt man da hoch, Alter? What the fuck? Nee, okay. Lassen wir das. Wir machen jetzt einfach weiter, dass ich euch nicht so langweile. so. Erstmal hier die ganze Zeit warten. So. Hoch hier. Und. Ah, das war ziemlich dämlich gerade. Aber naja, wir haben es geschafft. Okay, dieses Level, das geht noch, okay. Dann weiß das nächste, dass mir ziemlich auf die Nüsse gegangen ist. Bam. So, oh, okay. Okay, ich war gerade wieder verpeilt und da war die Cola-Dose. So. Kann man hier ja nicht gleich drüber springen, ich weiß es nicht. Du müsstest... Oh, es bewegt sich. Das ist gut. Nein! Ey, weißt du, das ist so scheiße, nämlich, wenn man hier aufkommt auf den Plattformen, dann rutscht man so komisch weg. Richtig belastend. Fuck. So. Ja, ich stell mich trotzdem ziemlich dämlich an, ich weiß. Ich glaube, man braucht dieses Teil überhaupt nicht aktivieren. Bin ich irgendwie behindert? Oh doch, man braucht es schon. Aber man muss es später aktivieren, sonst schafft man es nicht. Digga, bin ich behindert? Mein Gott. So, komm. Okay, wir bekommen das hin. Wir bekommen das hin. Komm, komm, komm! Ja, es geht wirklich so. Herrlich, herrlich. So, ja, erstmal das Mikro an. Ich kann's. Ja, Cola-Dose können wir uns eigentlich ziemlich easy holen. Ich habe wirklich vorbeigeschossen. So, dann machen wir es einfach so. Nein, ich muss nämlich
wieder auf die Endplattform springen. Und dann müsste sich das ausgehen. Es geht sich aus. Danke. Dann können wir nämlich hier so und dann haben wir die Kohle. Oder wir haben sie nicht. Oder wir haben... Wahrscheinlich war das jetzt so ein Facepalm-Moment, wo sich alle gegen den Schädel geschlagen haben. Ich kann es verstehen, Leute. Ich kann es verstehen. So, so, so. Oh, wir haben es geschafft. So. Alter, das ist echt ein Krampf. So. So, schaffen wir es? Schaffen wir es? So knapp, Mann. Nee, ich bin nicht am Verzweifeln. Okay, jetzt kann ich am Verzweifeln sein. So. Jetzt. Konzentration. Konzentration. Es funktioniert. Nice. Nächstes Level. So, ich glaube, das war... Immer noch nicht? What the fuck? Ich hab mir gedacht, das war das Krebslevel. Alter, wie... What the fuck? Das ist ja echt mal ein Hardcore-Level. Da muss ich jetzt erstmal gucken, wie das überhaupt geht. So. Wo bin ich? Ah, ich hab mich herausgeglitscht. Geil. Ich hab mich einfach herausgeglitscht. Oder? Ich weiß nicht, auf jeden Fall, wir haben die Kohle schon bekommen. Das ist nice. So. 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 Hä? Alter, wo werde ich die ganze Zeit hingeschleudert? Ich check's nicht. Das ist komisch. Okay, muss ich mir noch mal ein bisschen genauer ansehen, wie ich hier hinkomme. Ich glitsch mich hier die ganze Zeit heraus. Wahrscheinlich ist es so gewollt sogar. Das ist echt schon ein kniffliges Level. Aber ohne schwere Level wäre das Spiel auch langweilig. Da müsst ihr mir zustimmen. Warte. Ich muss mich in die Mitte stellen und dann drüber ballern. Oder nicht. Oder vielleicht springen. Nee, dann fliege ich sowieso in den Stachel. Okay, schon verstanden. Das habe ich drüber geschossen, hat man ja gesehen. Kann man sich ja durchglitschen. Ich hatte mich vorhin so gewundert. Ich bin ja durch die, eigentlich durch das Gitter durchgeglitscht. Oder ich muss mich einfach mal umdrehen. Und hier oben. Ne, hier ist auch nichts. Ist hier irgendwas? Ne, man muss hier wirklich anscheinend da hoch. Oder wird man hier wirklich durchgeglitscht? Ich habe keine Ahnung. Aber man hat doch so wenig Zeit für dieses Level. Hey. Vielleicht so. Nee. Ich muss mich hier noch ein bisschen durchtasten durch das Game. Okay. Das hat jetzt auch lange gedauert. Wie kommt man hier rein? Vor allem, das ist hier abgeschlossen. Da müsste es irgendwo einen Geheimgang geben. Ich schieße die ganze Zeit drüber. Im Ernst? Wo? Ein bisschen frag. Das muss ich mir mal genauer ansehen. Wie kommen wir da hin? Welchen Winkel müssen wir vor allem treffen? Also aus welchem Winkel müssen wir überhaupt schießen, dass wir da hinkommen? Gute Frage. Okay, das Level ist ein ziemlich belastendes Level. Jetzt schießen wir wieder drüber, oder? Hä? Ich habe keinen Plan, Leute. Hä? Was? Was? Das wartet. Ach so, ich weiß schon. Ich hätte mir nämlich vorhin gedacht, ich kann mich selbst töten mit meiner Okay. Man lernt nie aus. So einfach wäre das gegangen, Alter. Ich habe nämlich die ganze Zeit gedacht, dass da oben ist so ein Feuerring. Das erkennt man gar nicht. What the fuck? Okay.
Okay. Hier ist die Cola-Dose. Die holen wir uns nämlich gleich. Dann restarten wir gleich. Wir müssen da überall durch. Okay, das schaffen wir. Oder auch nicht. Komm. Kollegas. Wahrscheinlich müssen wir jetzt gar nicht da durch. Und es ist der... Boah. Das blockiert mich die ganze Zeit. Okay, jetzt können wir schon wieder restarten. Okay, gut. Mit R können wir gleich restarten. Boah, das haben wir jetzt gerade hingemessert. Fuck. Okay, jetzt müsste das rechte aufgehen. Genau. Und dann das. Boah, der King. Nice, 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 nice. Das haben wir schön gemacht. Okay. Oh, oh. Das Sensenrätsel. Okay, ich meine das Kreissägenrätsel. Ich schätze mal, hier auf diesen, also Plattform links oder rechts müsste die Cola-Dose sein. Da springen wir gleich mal hin. Naja, da ist nichts. Da sieht man auch nichts. Gucken wir hier noch entlang. Da können wir nämlich auch... Ne, können wir nicht. Okay, versuchen wir es einfach mal so... Wow! Wow, wow, wow! Ey, Mann. Und ich habe es nämlich letztes Mal, gleich beim ersten Mal geschafft. Da war ich richtig stolz auf mich. Und jetzt verkacke ich beinahe. Kommt. Boah! Nein! Das letzte Kreisdingblatt leckt mich doch am Arsch! Komm! Und weiter. Weiter! Weiter! Jawohl! Hui! Nice! Nächstes Level. So, wir müssen in dieses Loch da hineintreffen. In der Luft nämlich. Alter, geil. Das wird auch ein Krampf. Ich sehe es jetzt schon kommen. Ja, das... Ich sag nichts dazu. Nein! Nein, 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 nein! Oh, wir stehen da oben. Ne, das restarten wir. Alter, ich ziel ja da genau hinein. Fliegt immer ein bisschen höher. Okay. So, bam, 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 bam. Nein, wir haben's. Oh Gott. Nicht in der Zeit geschafft. Bam. So, so, so. Müssen wir das alles in. Wo sind wir jetzt gerade hin? Kann man da hinunterfliegen? Okay. Alter, ich muss mich gerade richtig konzentrieren. Boah. Das letzte Stück hier rum, Alter, bist du behindert? Okay. Wir sind schon. Hä? Wir sind schon im finalen Level? Level 20? Alter, das geht richtig schnell. Scheiß die Wandern. Scheiß die Wandern. So, was müssen wir machen? Bowser. Das sind Bomben. Oh Gott. Wir müssen wahrscheinlich hinten rumlaufen. LOL! Okay, okay, wir müssen nicht... Okay, das ist mal ein richtiges Arschloch-Level. Okay, so. Scheiß. Und dann... Boah. Okay, wir müssen... Ah, ich habe schon herausgefunden, wie es geht. Jetzt können wir restarten. Das schaffen wir sicher nicht in der angegebenen Zeit. So. Bam. Ah, diese... Ach so, können wir diese Kugeln vielleicht... Warte, ich denke, die kann man explodieren lassen. erstmal da hineinlaufen. Das ist sehr gut gemeistert, Hofi. Ja, kann man. Nice. Aber sie haben auch einen großen Explosionsradius. Okay. Bam. Bam. Wir schaffen das. Und dann... So. Wir müssen dann wieder zurück. Wo ist denn das Portal? Ich gucke mir das jetzt mal vorher an. Das Portal ist... Ah, okay. Wir müssen uns dann hinter diese Wand teleportieren. Ich verstehe schon das Level-Design, okay. Okay, so. Nein. Nein. Ich denke von der Zeit. Wir haben genug Zeit, dass wir das Level schaffen, aber wir müssen das Timing. Mann! Das Timing mit einberechnen, dass wir hier hinter diese Wand noch kommen. Burn, Baby, burn, Daddy. Und explode, Baby, explode. Nein. So. Gut, 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 gut.
Wie kommen wir hinter diese Wand? Wie müssen wir uns teleportieren? Ich glaube, ich weiß schon wie. Mann! Dieser Explosionsradius leckt mich doch am Arsch. So. Da müssen wir nämlich hoch. Nein, wir haben es wie geschafft. Nein. Mm-mm. Zu langsam, zu langsam. Aber wir wissen jetzt genau, wie es geht. Und das machen wir jetzt noch. So. Bam. Nein. Diese Bomben, Mann. Das ist doch scheiße. So. Bam. So. So. Nein. Nein, Mann. Wie ich immer in diese Stacheln hineinlaufe. Komm. Das gibt's doch nicht. So. Jetzt habe ich die Kugeln nicht eingesammelt. Ach, ich bin so behindert. Komm, lande. Ich weiß, ich brauche ein bisschen lange für dieses Level. Andere Leute werden es schon bei Level 40, schätze ich mal. Ja, ich bin noch nicht so ein geskillter... wie soll ich sagen? Mann! Jump'n'Runner. Ich nenne es jetzt einfach mal so. So. Ey, das ist doch ein Witz. Komm, komm. So, bam. Explodiert. Lass hier rumlaufen. Und da. Nein! Ich komm, leck mich doch am Arsch. Alter, ich brauche so lange für dieses verkackte Level, leck mich doch. Ich glaube, man kann. Ne, man kann nicht. Ich habe ja am Anfang keinen Teleporter, weil sonst wäre ich da hier raufgesprungen. Bam. Okay, hier muss man auch in dezent viel logisch denken. Komm. Komm. Ja! Wir haben es geschafft. Nice, Leute. Nice. So. Elevator. Ja. Wir können es noch, okay, das, ich würde mal das erste Level von vom 13. machen. Machen wir das einfach mal. Okay. Level 21. Was haben wir hier? Okay. Einfach mal hier durchspringen. So. Komm, 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 komm. Nice, 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 nice. Nice. Gut, 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 gut. Und durch. Haben wir gediegen gemeistert. So, eines machen wir noch. Ich habe gerade so Bock am Spielen. das ist Gravitation. Das heißt, wir müssen fliegen, währenddessen Feuerball hinwerfen, dann geht das da oben auf und dann können wir ins Ziel. Nice. Komm, durch hier. Ich glaube nämlich, durch diese Stacheln kann man nämlich auch sterben. Okay. 16. Nice. Geht sich ein Level noch aus? Ja, eins machen wir noch. Das ist richtig geil. Okay, da warten wir auf ein gutes Timing. Jetzt. Nein, okay, das Timing war richtig scheiße. Jetzt, das ist gut. So, rüber, rüber und... So, geschafft. Nice. 24. Nice. So, Level 23 haben wir jetzt geschafft. Oder? War das jetzt 23? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Naja. Go to Map. Jetzt gehen wir wieder ins Hauptmenü. So, Leute. Falls euch das Spiel gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Ich fand es auf jeden Fall richtig geil. Wie ihr sehen könnt, Speedrun und Endless Mode ist noch ausgegraut. Ich schätze mal, das wird dann in... herauskommen, also freigeschalten, wenn das Spiel herauskommt. Höchstwahrscheinlich, schätze ich mal. Das wäre geil, wenn man, wenn es dann auch solche Parcours gäbe, wo man online mit anderen Leuten spielen kann und um die Wette speedrunnen kann. Das wäre richtig geil. Also auf das würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ja, gut. Was soll ich sagen zu dem Spiel? Es ist eigentlich ziemlich geil gestaltet. Ich finde auch von der Grafik her, sieht es ziemlich nice aus. Die
die Logik, was man da haben muss, dass man hier überall durchkommt, finde ich auch nice. Also richtig, richtig geiles Map-Design, habe ich jetzt, schätze ich, schon 5 oder 6 Mal gesagt, aber ist doch egal. Ich finde es einfach Hammer. Ja, vielleicht wird irgendwann wieder mal ein Part kommen zu Seum. Möglicherweise, man weiß es noch nicht. Mal gucken, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, ob ihr wieder so ein solche Speedrun sehen wollt. Dann kann ich das gerne machen. Und wie schon gesagt, falls ein Beta-Key, also falls ich wieder ein Beta-Key von neuen Spieler bekommen sollte, von Head Up Games, wird natürlich wieder so ein halbe Stunde, 40 Minuten Part gemacht, zum sehen, wie das Spiel so ist. Und ja, auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat es gefallen, und wir sehen uns dann bei den nächsten Spielen wieder, beziehungsweise bei irgendwelchen anderen Spielen, aber naja. Danke fürs Zusehen. Ciao, Leute.